好，说说呢，第十五呢，那我就是那我是哇。Willkommen zu einem kleinen neuen Video. Wir haben heute den 13.06. und heute ist mal wieder was auf den Markt gekommen, für was ich inzwischen ein bisschen berüchtigt geworden bin, sage ich mal. Und zwar haben wir die Gönnergy Seed am Start. Wir haben heute wieder zwei Sorten, wieder zwei Proben. Einmal Arctic Eisgeschmack soll nach Eisbonbon soll das schmecken. Sommeredition, das ist die zweite Edition. Die ist jetzt heute offiziell frisch rausgekommen. Voten kann man natürlich auch, ne, für die Lieblingsgeschmäcke. Und einmal Kaktuseis, der heißt, wie heißt der? Kaktus Kick. Absolut geile Dosendesigns, auch wieder die zweite Edition. Und ja, ich habe auf jeden Fall mega Bock da drauf. Also da bin ich echt drauf gespannt. Ich hole mir jetzt ein Glas Wasser, damit wir auch wirklich hier neutral beobachten können, bzw. neutral schmecken können. So, haben wir ein Wasser zum Nachspülen. Stelle ich erstmal zur Seite. Und wir fangen an mit dem Arctic Eisgeschmack. Ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange rum. So, probieren gleich mal. Bin sehr gespannt, sehr gehypt. Ich bin ein großer Fan, muss ich gestehen. Ich habe da immer noch so meine Dosen. Ganz am Ende auch mal mein Ranking dann machen, wie es für mich wäre. Das wäre dann wieder eine andere Location. Aber wir sind jetzt erstmal hier in dieser Location. Und ja, probieren jetzt einfach mal. Also, mein erster Schluck von Arctic Eis. Ich bin sehr gespannt. Schmeckt nach Eisbonbon, ja. Ja, ist jetzt wirklich nicht meins, aber schmeckt gut. Schmeckt wirklich nach Eisbonbon, also wirklich krass nach Eisbonbon. Null Süßungs-, also wirklich null Süßungsgeschmack. Ja, ist wirklich okay, sag ich mal. Meins ist es jetzt nicht. Ist halt Eisbonbon. Schmeckt sehr nach Eisbonbon. Also wirklich 1 zu 1 dieses Eisbonbon. Ja, schmeckt okay. Kann man trinken. Eine solide 6 von 10 würde ich jetzt sagen. Aber ist jetzt nicht meins. Also den würde ich definitiv nicht nochmal holen. Er wäre für mich so wie der blaue Gönnergy. Also nichts, was ich jetzt nochmal kaufen würde, sage ich mal. Aber schmeckt schon sehr stark nach Eisbonbon. Meins ist es nicht. Ich mag auch generell nicht so Eisbonbon. Aber für den Test, ne? Deswegen das Beste zum Schluss, ne? Dann kommen wir schon zum zweiten. Haben wir auch wieder die zweite Edition. Der zweite Durchlauf, sage ich mal, mit der goldenen Kapsel noch, ne? Jetzt haben wir den Kaktus Kick. Ja, würde ich sagen, schnack mir nicht lange rum. Probieren wir den gleich, auf den bin ich gespannt. Der soll wieder Kaktuseis schmecken und kann mir gut vorstellen, dass es richtig geil wird. Ich liebe ja Kaktuseis. Sind alle wirklich eisgekühlt, also wirklich, die standen auch sogar im Gefrierschrank für 10 Minuten noch extra, nachdem sie im Kühlschrank standen. Die sind wirklich eiskalt, schmecken auch eiskalt, kann ich wirklich sagen, da hat Monte absolut recht. Eiskalt genießen, beste 10 out of 10. Und ich habe eine Antenne, ich suchte Signal für mein Gehirn. Dann probieren wir mal direkt den Kaktuskick. Zum Wohle. Ja. Ist auch ganz okay tatsächlich. Ich finde ihn nicht schlecht. Geht sehr nah ans Kaktuseis. Ich will jetzt nicht sagen, ist perfekt wie Kaktuseis. Aber so oben die Spitze schmeckt schon danach. Ist jetzt nicht, dass ich sage, das schmeckt mir überhaupt nicht, aber man schmeckt schon danach. Ja, ist okay. Ist wirklich okay. Finde ich zwar andere geiler, muss ich gestehen. Aber schlecht ist das jetzt nicht. Nö, ist okay. Muss ich sagen, der schmeckt definitiv intensiver. Man schmeckt den Eisbonbon richtig, richtig, richtig raus. Und hier der Kaktus, das Kaktuseis, es geht wirklich. Man kann es trinken, es ist völlig okay. Es ist aber jetzt nichts, wo ich sage, boah, Hammer, Ulter, Titten, Affen, geil. Er ist okay, würde ich echt sagen, kann man trinken. Den würde ich mir schon eher holen, wenn ich mal an der Tanke oder sowas bin. Der ist überhaupt nicht mein Fall. Ich mag Eisbonbon vom Geschmack technischen her. Aber der ist definitiv vom Geschmack Intensivität ist der besser als der Kaktus. Definitiv, also wirklich. Der ist wirklich geschmackstechnisch besser als der Kaktus. Der Kaktus hat einen besseren Geschmack, aber der ist eher milder. Der ist eher so, der erinnert mich ein bisschen an Juneberry Jam. Und wenn man den Juneberry Jam mag, dann schmeckt er euch auf jeden Fall auch. Er ist wirklich okay. Also man kann ihn wirklich trinken. Das ist aber nichts, wo ich sage, geil, hammergeil. Bleibe ich der Meinung nach,
White Peach, immer noch der beste, definitiv richtig, richtig geiles White Peach Ding, würde ich sagen. Das Sweet Lemon und dann der Kaktus erst 7,5 von 10 und das würde ich eine 6 von 10 geben, weil es okay ist, aber nichts, was ich jetzt wieder trinken würde. Ist echt okay, wirklich okay. Wird nicht weggeschüttet, wird getrunken, keine Sorge, das mache ich immer, scheißegal was. Als kleiner Disclaimer, sage ich mal. Ja, das war's tatsächlich schon wieder von diesem kleinen Video, von diesen zwei Getränken. Und ja, ich bedanke mich wie immer fürs Einschalten. Gebt gerne einen Kommentar. Like und abonnieren nicht vergessen, ist immer eine kleine Hilfe. Gern ein Team von Dr. Nalik sein. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dahin, reingehauen und wieder schauen. Und bye bye.